Hi YouTube, was geht ab? Herzlich willkommen zu diesem Video. Freunde, ich wollte schon immer mal in meinem Leben einen Weltrekord aufstellen. Ich wusste nur nie so richtig in was, bis ich letztens ein Video gesehen habe von Ludwig, wo der mit seinen Freunden zusammen die Duck Duck Food Challenge gemacht hat. Das Ganze ist simpel, man schnappt sich drei Freunde, fährt in einen Drive-In rein, bestellt genau die Sache, die der Typ vor dir auch bestellt hat und versucht so viele Drive-Ins wie möglich hintereinander zu schaffen. Dabei gibt es noch ein paar weitere Kleinigkeiten, die man beachten muss. Zum Beispiel darf man nur einmal in den Getränkeladen fahren, zweimal in den Dessertladen und man muss mindestens einmal zu KFC fahren. Der Rekord liegt bei 10 und wir versuchen das Ganze heute zu brechen. Wenn euch das Ganze gefällt, dann lasst einen Daumen nach oben da und jetzt viel Spaß mit dem Video. Schön, was geht ab? Herzlich willkommen zum heutigen Livestream. Wir haben Tag 6 vom Summer Trip. Wir versuchen heute die Duck Duck Food Challenge zu knacken. Wir haben nur ein Riesenproblem, alright? Wieland und ich sind Vegetarier. Und sehr picky. Also wir müssen immer die Pommes essen, wir müssen eigentlich auch die Getränke mailen. Wenn irgendein Milkshake kommt, müssen wir das übernehmen. Die Milkshake müssen wir tanken. Du bist tot. Milan, zeig mal ganz kurz dein Gesicht, wenn du wieder mal alle Pommes essen musst. Okay. Als nächstes wäre Jack in the Box. Alright. Jack in the Box it is, man. Okay, gut. Also das Schlechteste, was passiert ist, dass wir jetzt da hinfahren, Bro. Und dann ist da so ein Pickup-Truck mit so 6 Leuten drin. Und die sagen so, yo, wir hätten gerne zum Frühstück diese chilligen 15 Burger, Bro. Dann ist tot. Dann ist der Stream over. Dann ist der Stream over in einer halben Stunde. Ich sag, da war heute noch keiner. Ich sag, die Ersten. Da ist gar keiner. Naja, also wenn davor keiner war, dann haben wir ja nichts. Oh, will der vielleicht hier rein? Wir müssen warten, bis einer reinfährt jetzt. Sollen wir echt warten? Ja, er will rein, er will rein, oh. Er will rein. Oh mein Gott, let's go! Aber was ist, wenn der... Das ist ein alter Mann, Digga, der wird sich... Aber das ist nur einer, das ist nur einer, Bro. Ja, 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 aber chill mal. Was ist, wenn der jetzt für Firma mitbringt? Oh mein Gott, tot, wenn er das macht. Was so, für Büro, für Büro. Yeah, so, could we just order the same thing as the car in front of us, please? I'm sorry? Could we just order the same things as the car that just ordered right now in front of us? Okay, do you wanna order the same thing? Yeah, same thing, and don't tell us, please. Alright. Gar kein Bock auf. Er hat nur ein Getränk, Ein Getränk! Vielleicht kommt noch Essen, wartet. Ne, der kommt noch, er wartet noch. Oh, es war ein Kaffee, vielleicht aber. Vielleicht Cookie, auf süß. Er hatte nur ein Getränk. Ich glaube, es war ein Kaffee sogar. Yeah, oh, eine Mini-Tüte hat er bekommen, Mini-Tüte. Ich bin gespannt, was er jetzt bekommt. Is it a coffee? It's coffee, yes. Okay. Okay, nach hinten damit. Digga, am Ende zittert ihr alle hier, weil ihr die ganze Zeit nur Kaffee trinkt. Wie, und ich dürfen ja kein Fleisch, oder können kein Fleisch essen, dann trinken wir die ganze Zeit nur so, so Kaffee, Bro. Aber was ich sagen wollte wegen Teamchemie, ihr könnt nicht von mir erwarten, dass ich die ganze Zeit Fleisch esse. Ich esse viel Fleisch, aber wenn ich mal Bock auf einen Cookie hab, dann müsst ihr auch mal sagen, okay, hier. Ja, okay, wir schauen mal. Weil ich kann nicht nur Fleisch essen. Okay, wir gehen jetzt. Aber was kannst du nicht nur essen, nicht nur Fleisch? Digga, da. Thank you. Was ist das? Die Tüte ist sehr groß. Die Tüte ist sehr groß. Nach hinten durch. Okay, Freunde, das ist das Essen. Okay, fahr auf den Parkplatz schon mal, Bro. Oh mein Gott, das ist richtig wenig, Leute. Das ist eine Sache. Cookie? Danke. Ich glaube, das ist ein Burger. Nee, ist ein... Ja, was ist das? All cravings are created equal. Was steht da drauf? Hier, wir haben ein Supreme Croissant, ein Hash Brown, ein Large Coffee. Das ist vegetarisch, oder? Das ist irgend so Kartoffelpuffer oder okay, so. Okay, das hier kommt mit Schinken. Das ist so ein Frühstücksburger. Boah, das sieht aber geil aus. Ja, den muss einer von euch essen. Croissant, das ist wirklich ein Croissant. Ach du Scheiße, ist das krass. Okay. Ey, ich sag euch ehrlich, ich hab jetzt schon keinen Bock mehr. Alles ein Eichhörnchen. Ey, Leute, ich hab Problem, ich bin satt. Ich glaub nicht, dass es vegetarisch ist. Kriegt gerade nach der ich bin noch müde Phase die ADHS-Phase. Nein, ich muss Kalorien verbrennen. Stark. Das kapiert's. Okay, der nächste Laden ist McDonald's, den wir anschauen. Ja! Oh, Alter. Endlich, Digga! So ein chilliges Mc's Meal jetzt? Okay, weiß ich nicht. Okay, hat Mc's hier auch Frühstück? Ja, oder? Ja, ja, klar. Und während wir gerade auf dem Weg sind zum nächsten Restaurant, Freunde, erzähle ich euch ganz kurz, wie wir das Ganze hier auch im Ausland super unkompliziert bezahlen können. Und zwar mit Revolut. Falls ihr das Ganze nicht kennt, das ist eine Bank, wo ihr euch super easy und ultraschnell ein Konto erstellen könnt. Und für das Standardkonto fallen auch absolut keine Gebühren an. Und es wird noch besser. Und zwar, wenn ihr in meiner Beschreibung auf den Link klickt oder hier diesen lustigen QR-Code abscannt, könnt ihr sogar nochmal 20 Euro Willkommensbonus bekommen. Außerdem könnt ihr mit Revolut wirklich weltweit ohne Gebühren überall abheben. Das ist absolut kein Problem. Wir haben es hier überall in LA gemacht. Das ist ein absoluter Traum, wirklich, gerade wenn ihr auf Reisen seid. Und mein absolutes Lieblingsfeature ist, ihr könnt die Karte so designen, wie ihr wollt. Ihr könnt euch da ein Emoji drauf machen, eure Unterschrift oder halt wie ich ein Strichmännchen. Also Freunde, falls ihr das Ganze mal auschecken wollt, dann scannt gerne diesen QR-Code ab oder klickt auf den Link in der Beschreibung für euren 20 Euro Willkommensbonus. Danke an Revolut fürs Sponsoren und jetzt viel Spaß weiter mit dem Video. Alter, Mac ist die übelste Schlange, guck mal. Wir werden das essen, was der GLE vor uns bestellt. Oh nein. Boah, ist das gut? Ist das gut? Boah, ich weiß nicht. Könnt ihr spotten, wie viele Leute da drin sitzen? Ich würde sagen einer. Ich glaube auch einer. Kacken.
ey, im besten Fall ist das auch wieder so ein Businessman. Guck mal, der sieht aus wie ja, Business. Ja. Der sagt Kaffee, kleiner Breakfast, irgendwas. Wir werden, alle wir werden ein Kaffeeproblem gleich kriegen. Oh, er steigt aus. Es ist eine Frau. Warum steigt sie aber aus? Die parkt, Bro, die parkt. Warte mal, ist das hier ein Parkplatz, wo ich stehe? Warte mal, ist das gar nicht so? Nah, Bro. Aber die Schlange ist ja doch da vorne. Hinter uns steht auch einer. Die parken da, die hatten legit geparkt gerade. Ja. Nah, Bro. Doch, das ist ein Parkplatz. Oh mein Gott, wir wurden gefickt. Okay, wir bestellen, was dieser Typ hat. Oh nein, der Park ist ein bisschen zu groß. Oder ist auch ein bisschen. Ey, Leute, no shit. Gerade bei dem Jack in the Box war auch ein Toyota Sienna vor uns. Genau das gleiche Auto ist wieder vor uns. Bro, Image ist derselbe Typ. Und der macht dieselbe Challenge aber alleine. Aber alleine ist krass. Hello. Yes. I'm order with you. Yes. We want to order the same thing as the car in front of us. Can you just give us the same thing as he? As him? Which one? The white Toyota. The car there. What? She order, we order. I don't know. What do you think? We just want the same as the car in front of us. Ask, ach, she schnell. Caro. Sollen wir fahren? Ich hab keine Ahnung, Bro. Sie hat irgendwas gesagt. Aber ab dem Punkt, wo Hugo sich eingestellt hat, wusste ich, ist es vorbei. We order the same as she order in front. Ich checke das nicht, als ob das so kompliziert ist. Also die Mitarbeiter sind nicht geschult auf die Duck-Duck-Challenge auf jeden Fall. Oh. Immer nach hinten. Oh. Oh, was ist das? Oh. Eiskoffel. Oh, der ist auch echt groß, Mann. Oh, zwei, Bro. That's it? That's everything. Alright, thank you. Eins vorne rein, oder? Es wird auf jeden Fall schwieriger. Also Check in the Box war Level 0, sag ich mal, war Tutorial, Alter. Ja, ja, ja. Das hier ist schon langsam Level 1 hier. Muss einer von euch übernehmen. Hugo, ist der vegetarisch, der Burrito? Weiß ich nicht. Scheiße. Oh, hier ist noch ein Burrito drin, Digga. Scheiße, Mann, wir sind gefickt. Das müsst alles ihr essen. Aber ich tanken die Getränke. Saft nein, und Kaffee an euch. Wir tanken die Getränke. Boah, ihr seid halt gefickt. Ihr seid wirklich gefickt. Ihr seid gefickt, Jungs. Also, wenn jetzt wieder noch einmal lacht, dass ich gefickt bin, werde ich das nächste Mal das Brötchen und den Käse von diesen Burgern und zu dir nach hinten geben, Bro, ja? Ist ja krank hier. Wir sind hier ein Team, Bro. Ich lach nicht mehr. Okay. Oh, Kevin, das gleiche, Bro. Oh. Ach, scheiße. Fuck. Okay, wir könnten als dieses zu Dunkin' Donuts fahren. Boah, hätte ich gar keinen Bock drauf. Ich auch nicht. Ey, Rito, ich würde aber fühlen gerade was nicht Herzhaftes, Leute, ehrlich gesagt. Irgendwie. Ja? Ja, muss ich schon sagen. Okay, dann lass Dunkin' Donuts machen. Boah, ey, ich hoffe, dass wir jetzt... Geil wäre so ein Getränk, ein Donut. Oder nur ein Donut wäre OP, Bro. Ich glaube sogar zwei Donuts. Ich glaube, ich finde nur Donuts besser als ein Getränk. Bitte, bitte, pray schon. Oh nein, das ist ein Pickup vor uns. Oh nein. Oh no. Bro, der hat jetzt so fünfmal Pferdescheiße so bestellt. Da keine Ahnung, Bro. Ein Ranch Burger oder so. Fünfmal Pferdescheiße und ein Pink Sprinkles Donut, bitte. Hey, could we just order the same thing as the car in front of us? Okay, so they got two beverages and then they got two sandwiches. No is that spoiler. Okay? Yes, just what they ordered, we take it. Oh mein Gott, die haben nur trinken. Nein, die haben two beverages haben die bestellt und zwei das Sandwiches. Nur trinken, und zwei Sandwiches. Das ist so gottlos, wir haben 9.24 Uhr hier gerade, Chat, und niemand bestellt sich was bei Dunkin' Donuts. Bro. Bro, was ist das für ein Riesenbecher, Digga? Alter, was? Das Ding klingt richtig. Das ist der Bruch. Das Ding ist verfickt nochmal riesig. Oh mein Gott. Scheiße. Ich wollte doch irgendwas Süßes bei Dunkin' Donuts. Ich habe mich jetzt auch auf ein paar Donuts gefreut. Ich hätte auch Bock auf einen Donut tatsächlich. Fettes Sandwich mit Eier, Käse, Speck. Oh mein Gott, tot. Das zweimal. Oh, die sehen aber geil aus, real talk. Ja, dann fress dir das in deinen Rachen rein. Ist halt Eier, Käse, Speck. Wenn du den Speck drunter isst, dann esse ich. Ich halte das offen. Ja, ich brauche mal einen Strohhalm, bitte. Gib das mal darüber alles. Hier. Schei. Gib ihm den ganzen Speck. Boah, der Speck sieht aber lecker aus. Der Speck sieht übelst geil aus. Wie schmeckt der? Ja, so viel ist geil. Dominik, willst du auch noch ein bisschen Speck? Na, ist gut. Ey, irgendwer muss helfen. Hugo, du musst noch ein bisschen. Oder nein. Redst man du? Was ist das? Ich mach ein bisschen. Ich mach einen großen Bruder, du hast gar nichts gegessen davon. What the fuck? Bruder, Bro, was hast du gegessen? Bro, Mann, Digga, er hat zu mir gesagt, ich kann gerade erst anfangen. Ich habe erst angefangen gerade. Er meint zu mir, wenn ich wegfresse, dann take er den weg. Bro, das Ding ist, ich habe gerade halt 1,5 Liter Eiskaffee getrunken. Ja, ich auch, Bro.
Hier. Leer. Ja, aber du bist halt eine geile Massensau. Bitte counter, wie wenig Kevin gegessen hat. Bro, leck meine Eier. Ich hab einen ganzen O-Saft getrunken, einen ganzen Kaffee. Ich hab alleine jetzt schon 2 Liter Getränk drin, Bro. Was hast du gegessen? Gegessen habe ich einen Hashbrown. Bro, ja, ich hab den gegessen. Ja, aber Bro, irgendwer muss doch auch die Getränke tanken, Alter. Ich hab die 2 Hashbrowns gegessen und den ganzen Sandwich. Aber du hast nichts getrunken? Na doch, den ganzen Kaffee. Einen halben Kaffee da. Hört auf, euch zu streiten, wir sind ein Team. Wow. Hugo hat recht. Wir sind ein Team. Hugo hat recht. Wir sind ein Team, auch wenn du nur einen halben Liter Milch getrunken hast bis jetzt. Leck mein Eier. Darf man Drive-Thru Apotheke, Bro? Und dann müssen wir alle Pillen nehmen, die ich davor. Ja, wir hätten gerne einmal die Pillen, was der davor genommen hat. Das wäre geil. Ich würde sagen, wir machen Lucy's Drive-In als nächstes. Boah, ey, irgendwann. Oh, Hugo, bitte, du fuckst mich so krass ab gerade damit. Wirklich, das nervt mich so krass. Yes, Team! Alter, du fuckst so krank ab, Mann. No joke. Auf OOC gerade. Ich bin gerade nicht. Weißt du, wie mir das egal ist? Ich bin gerade nicht. Hier ist. Mir ist das nicht egal. Mir ist egal. Ich bin ungefähr hier. Was zum Fick war diese Skala gerade, Bro? Ich hab diese Skala. Niemand hat diese Skala verstanden, Bro. Real Talk, was zum Fick. Wir sind da, Leute, schaut euch das an. Was ist das? Das sieht tot aus. Ich würde gerne skippen, tatsächlich, den Laden. Boah, da war doch gar noch gar keiner vor uns. Alter, jetzt auf Ernst, haben wir das skippen? Ey, ich krieg mit, die kommen die Kotze hoch. Bro, das sieht todesekelhaft aus. Oh, da ist jemand. Wollen wir? Oh ja, da steht einer. Oh Gott. Es ist halt eine einzelne Person. Oh, lass Leute machen. Real Talk, vertraut mir. Ja, okay, komm. Ey, das wird kranke Scheiße jetzt. Jetzt gibt's keinen zurück mehr. Wir machen das. Warum hast du das rausgesucht, Kevin? Bro, das sah echt okay aus online. Fuck, das sieht wirklich aus wie ein Trap House. Ja, wirklich, ne? Das sieht aus wie ein Trap House, das irgendwie irgendwann entschieden hat, ein Drive-In zu eröffnen. Ich würde sagen, wir brauchen danach. Nee, nicht Getränke, ne? Getränke ist tot. Nein, wir brauchen danach irgendwas für die Seele. Es war nicht viel in der Tüte. Und eine Sprite. Okay, nicht, aber eine kleine Dose nur. Kleine Sprite, oh mein Gott, und nicht viel in der Tüte, Leute. Die Sprite will ich nicht. Oh nein, da kommt noch mehr. Oh nein, da kommt noch mehr. Oh nein, da kommt, oh nein. Da kommt noch eine zweite Tüte, Bro. Das ist over. Oh nein. Oh nein, die war nicht! Oh mein Gott. Ja! Oh mein Gott. Jetzt lass uns so hoffen, dass das nicht super, super crazy viel in dieser kleinen Tüte war. I would like to order the same stuff as the car in front. Salsa burrito? Whatever they had. Just the same. Oh okay, Freunde, ja, also wir haben einen Breakfast Burrito und eine Sprite. Das ist in, oh, das ich würde die Sprite trinken. Ich brauche nicht Kaffee Sprite ist. Trinke ich. Eine Sprite. Sprite. Wir machen Hälfte. Okay, wir haben eine Sprite bekommen. So, was ist das hier? Das müssen wir auch essen. Wer ist das hier? Was ist das denn? Nachos, Tacos, wie nennt man das? Ja, das müssen wir hier essen. Das hier. Ja, her damit. Was denn? Was haben wir? Nachos. Easy. Was haben wir noch? Und wir haben einen Burrito, der ist immer noch kochend heiß, fass dir mal an. Alter, what the fuck? Wie heiß kann der sein? Oh nee, der stinkt auch. Ich mag den nicht, vom Geruch her. Boah, der riecht so ein bisschen nach Essig, ne? Ich breche ab, ich hab keine Lust mehr. Boah, das ist echt übel. Boah, der stinkt echt übel. Hugo, helf dir ich, ja. Boah, der riecht bis hier nach hinten, Alter. Mach das Fenster auf, Digga, das ist todes. Helf dir ich, Hugo. Lass dich nicht einreden, dass der eklig ist, der ist lecker. Stell dir mal vor, der ist lecker. Stell dir vor, das ist dein Lieblings-Mcs-Burger. Wie ist das? Nee, das geht nicht. Das ist voll mit Essig. Ist da Fleisch drin? Weiß ich nicht. Ah, nee, hier ist Fleisch. Oh nein, fuck. Ah, der ist voll mit Fleisch. Fuck. Hugo, guten Appetit. Fuck. Aber hier oben ist noch ein vegetarischer Biss, den kann jetzt jemand taken. Ja, komm, ich mach. Fleisch von Essen unten. Haben wir Wasser? Nein. Keiner wird hier heute. Wir werden heute kein einziges Wasser in das Auto reinbekommen, Bro. Welcher Ami bestellt Wasser? Nee. Ich hab hier ganz viele Chips noch. Wieder ein Pizza. Nein. Mach fürs Team. Nein. Aber wir müssen nächstes Mal eine andere Crew zusammenstellen. Wieder mach fürs Team. Ich stell, da stell ich mich an. Schlechteste Gruppe für so eine Challenge. Das kann sein, ja. Ey, jemand schreibt gerade, vielleicht sollten wir jetzt zu KFC gehen. Weil wir haben gerade 10.30 Uhr in Amerika, in LA. Ja, ja. Und ich glaube, wenn wir in 4 Stunden zu KFC gehen, Digga, die Wahrscheinlichkeit, dass wir so einen fetten Bucket bekommen, ist tot. Ja, auf ja der anderen Seite, wenn wir jetzt den Bucket bekommen, ist auch tot. Ja. Also KFC ist Todesurteil wahrscheinlich so oder so. Ich will KFC jetzt gehen. Ja? Jetzt haben wir noch morgens. Freunde, da vorne sehe ich doch schon den Körner. Oh, oh no. Da vorne sehe ich doch schon den Körner. Oh no. Einen fetten Bucket oben drauf. Lass einfach hoffen, dass wir irgendeinen Yoga-Trainer vor uns hatten, der aber sagt, ich will ein Chicken Wing oder so und eine Cola. Lass einfach das hoffen. Oh, bitte. Oh, die haben auch Brownies. Hi, welcome to KFC. Can I help you? Hi, I'd like to have the
same order as the car in front of us. The same order? Same order as the previous customer. Yeah, but it was a 16-piece meal. Oh. Yeah, so the rules are the rules, so we're taking that. Yeah, we take everything exactly like him. Okay, 54.73 out of the window. All right. Wir sind, okay. wir sind gekommen. Wir sind gefickt, Leute, wir sind gefickt. Ich hoffe nur nicht, dass 16 Piece meint Original Hähnchenteile, sondern so Wings. Ja. Oder so. Wenn das Pieces sind, weil die Pieces sind so. Mein Gott. Das hier hat Hot Sauce? Okay, dann wir take. Ja, wir take everything the same. Okay. That's a challenge, you know? Really? Yeah, we have to drive around in different drive-ins and have to order what the car in front of us had. And we have to eat it all. I wish it was a big order, like $200. Here is it. All right. That's all? Yeah, that's all. Thank you. Tot. Oh, it's over. Thank you. Tot. Das ist tot, Leute. Das ist ein for real Bucket, ne? Tot. Das sind zwei Buckets. Zwei Buckets. Ich glaub schon. Bro. Scheiße. Leute. Oh mein Gott. Tot. Nee. Tot. Das geht. Das ist over. Euch acht. Da, das ist over. Das ist over. Retalk over. Das ist erst tot. Das ist over. Wir müssen abbrechen. Das ist so ein Popcorn-Eimer voll mit Fleisch. Ich dachte, es sind Chicken Wings oder so. Nein, ich könnte nicht mal diese Menge an Popcorn gerade essen. Und das ist aber diese Menge an Chicken. Welcher Bastard bestellt das? Oder guck, mach bitte was auf. Guck's dir an. Digga, Bröselteppich, ich. Ich will nicht. Oh Mann, sag mal. 16-jähriger Schwanz. Bro, es sind Hähnchenteile. Bro, das ist gerade los. Wir haben zwei von diesen hier, Chat. Dann haben wir zweimal diesen Kartoffelbrei mit Soße. Und dann haben wir noch. Oh, warte mal, was ist denn hier noch drin? Digga, tot, wie geht das auf? Das sind die Biscuits. Ja, für euch. Aber das sind einfach nur Brötchen. Nichts drin. Das kriegen wir hin. Leute, wenn wir das schaffen, sind wir eine legendäre Truppe. Digga, die sind todessüß. Okay, Hugo. Das werden wir zwei jetzt in der nächsten halben Stunde vernichten. Wir schaffen das, okay? Wir schaffen das. Wir sind todeslecker. Glaub mir. Bruder, das war mal ein Küken, Alter. What the fuck? Bro, das haben wir Besteck? Ja. Wollen wir so ein bisschen so Brot und Coaster immer zusammen tagteam? Ja. Ey, ich sag ehrlich, ich würde fast sagen, uns ist genauso crazy wie euers. Bruder, wir müssen zwei Kartoffelbrei, acht Brötchen, zweimal Coaster wegknallen. Digga, also real talk. Das ist auch gottlos für uns. Alle wurden gefickt diesmal. Ja. Bei KFC wurden alle im Auto gefickt. Digga, nicht mal was zu trinken oder so. Stimmt, ey. Dieser Bastard. Junge, ich fick den. Also Real Talk, wer das bestellt, das ist wirklich Real Talk ein Bastard, Bro. Was ist das für eine Bestellung? Also das ist ja krank. Das ist geistkrank. Der bestellt das an einem Samstagmorgen auf 10.30 Uhr. Bestellt er sich hier so ein fucking, hat der Feier der Birthday, hat er irgendwie, hat er Jubiläum auf der Arbeit, Bro. Hat er Einstand, muss er Einstand feiern auf der Arbeit oder was? Meint ihr, wir können das schaffen? Ja. Nein. Ja, also ich bin, sorry, ich finde das alles richtig eklig. Schreibt alle Romatra L, Romatra Opfer, kommt scheiß drauf, macht's, Alter, ich kann das nicht. Ich pack's nicht. Romatra macht No Food Challenge. Wir könnten zum Getränkeladen fahren. Ja, das machen. Und dann, Ich such den Juice-Laden raus. Wir brauchen was zu trinken zum Nachspülen. Starbucks könnte tot sein. Bei Starbucks gibt's halt auch so Eistees und sowas. Weißt du, so ein Refresher. Alter, wenn jetzt ein Refresher kommt, wäre crazy. Hab reingemacht, ist 4 Minuten von hier. Okay. Hugo, ich gebe dir kurz das Chicken zur Aufbewahrung. Wenn du willst, kannst du was essen davon. Hello, we would like to have the same as the recent car in front of us. Und dieses Mango-Ding. Give me a second, let me pull it up. I'm sorry? Give me a second, let me pull it up. Ja. Yeah. Und mir gäbe noch einen Mango-Refresher. Wir haben das bestellt, was der davor bestellt hat. Wir wissen es noch nicht, Aber wir haben für Miguel auch noch einen Mango-irgendwas bestellt. Wie geil Kevin das erklärt hat. Als würde mich den ganzen Vormittag schon das machen. Also beim Starbucks haben wir jetzt mal das bestellt, was der davor hatte. Also im Gegensatz zu sonst. Ey, Chad, wir bekommen drei Getränke und eins davon haben wir on top bestellt für Miguel. Das heißt, wir haben nur zwei Getränke und die sahen beide sehr wenig milchig aus. Digga, das könnte der Übercarry sein jetzt. Boah! Wir haben Plus gemacht. Boah! Wir haben Plus gemacht, Chad. Alter! Das ist, Chad, wir haben diese beiden Sachen hier bekommen. Oh mein Gott, das ist crazy.
Wir haben einen Pineapple Refresher Lemonade und einen Mango Dragon Fruit. Bro, das ist insane. Okay, jetzt halt hier an. Wir finishen jetzt KFC und die Drinks. Digga, Reitmann, du bist so ein krankes Stück Scheiße, Mann. Wir werden nichts abbrechen. Wir bezeichnen, dass wir hier Deutschland vertreten. Ganze amerikanische Streamer sind hier im Chat und warten nur drauf. Aber wenn die Deutschen abbrechen, dann werden die nicht mit uns amerikanischen Essensgewohnheiten klarkommen. Wir ficken euch. Okay. Was geht denn jetzt ab? Hallo. Ich kann nicht mehr essen. How are you feeling? Very unwell, my friend. I'm feeling very unwell. Down. Oh mein Gott, Digga, was? Ah, das war der Leberkoser, ne? Ja. Digga, oh, Alter, Riedmann, what the fuck? Du darfst auch nicht übertreiben, ne? Bro, du musst doch Fleisch essen. Ja, ja. Die können kein Fleisch essen. Ja, aber die können gerade nicht mehr, Bro. Wir fahren gleich. Als nächstes fahren wir zu Krispy Kreme. Krispy Kreme ist wie. Kennst du das, Wieland? Krispy Kreme, wenn die da 10 Muffins holen oder 10 Donuts, ich esse alle 10 Donuts. Das ist so, das ist das. Ansage, Bro, Ansage. Also Donuts sind für mich, aber das kriege ich nicht runter, es tut mir leid. Ich esse so viel, nächste Krispy Kreme tanke ich komplett alleine, alles, was nicht bleibt. Ist okay. Digga, dass Dominik gerade da diesen verfickten Gravy und diesen Coaster weggeknallt hat. Bro, das ist Motivationspush. Komm, wir machen den nächsten auf. Komm, wir machen den nächsten auf. Fuck it. Stück für Stück einmal, Bruder. Eins Löffel at a time. Kevin hat einen Streak. Komm, zieh durch, jetzt komm. Kevin hat einen Streak, Bro. Let's go. Ja, Mann. Let's go. Ja, komm. Das ist das, was unterscheidet. Das unterscheidet Ronaldo von Ronaldinho. Versteht ihr? Letzter Löffel. Ja, das ist leer. Feierabend. Das ist nach legalen Regeln leer. Heilige Scheiße, haben Feierabend. Wir gekriegt. Boah, hier fällt gerade ein GT4 RS vor, Alter. Deutschland, das ist allem nur Porsche. Immer da weg, Hugo. Oh mein Gott, das ist Jake. Das ist Jake! Alter! Yo. Digga, ich sag so, das kann kein Zufall sein. When was the time we first met? Like 6 years ago? Romania? Yeah, I mean 5 years ago. 5 years ago? Yeah, yeah, yeah. Bro, wir haben Poker zusammen gespielt, Chat, in Rumänien, Bro, in Bukarest. Bro, I love your fucking car, man. The car is awesome. I had to, you know, bring all my German stuff, so I know you have a bunch of boys on the road. You guys might need some, you know, personal time. This is a Japanese Vince health product and cultural relic. Just take it with you, put it in the Bro. Car. Das sind so Masturbatoren. Nein. I use 3 of them. Really? Yeah, in Germany. We also have that in Germany. Schoko-Ei, ne? Bro, nice to meet you, man. Yeah. Have a nice day, bro. Boah, ich dachte schon, es fährt einer mit der deutschen Nationalhymne bei uns jetzt vorbei. Kann doch niemals Zufall sein, Alter. Alright, ladies and gentlemen, wir fahren jetzt zu Krispy Kreme und nehmen den scheiß Laden auseinander. Wir müssen da jetzt hinfahren und hoffen, dass wir nur verfickte 2 Donuts bekommen. Dann ist der Run on. Oh mein Gott, bitte. Don't forget to scan for rewards at the window. Hi, so we'd like to order the same thing as the car in front of us, please. What was that? We'd like to order the same stuff as the car in front of us. Oh. You know? Just repeat the order. Hello. Hi, how may I help you today? What? We are doing like a challenge for YouTube and we need the same order as the person for in front of us. Give me one moment. Okay. Was? Das ist doch eine ganz simple Aufgabe, oder? Einfach dieselbe Bestellung nochmal. Also, es war nicht so Problem, dass sie es nicht nur richtig gecheckt hat, sondern auch, dass diese Anlage minus 5 Millionen Dezibel hat. Rumatra regt sich auf, dass sie das nicht hinbekommen und dass das ja eine ganz einfache Aufgabe ist. Ja, Bro, Busy Krautsalat und ein paar Brötchen sind auch eine leichte Aufgabe. Digga, leck mir da Eier. Diese scheiß Brötchen waren so scheiße. Das ist krass. Wie gesagt, es dürfen nur Leute mitreden, die mal so ein Brötchen probiert haben. Also, oh mein Gott, das war eine große Box, Leute. Auch wirklich? Das war eine große Donut-Box. Wenn das eine große Box ist, dann hebe ich die weiße Fahne und wir fahren einfach nach Hause und geben jedem Donut. Falsch. Wenn das alles kein, wenn die alle nicht gefüllt sind, werde ich sie alle essen. Ja, Digga, große Mann. Töne spucken ich und dann gar nichts machen. Wieder, das ist so Cap. Ich werde sie alle essen. Alle, die nicht gefüllt sind. Ja, wenn da jetzt 20 Donuts drin sind, ich werde 20 Donuts essen. Ja? Ja, 20 Donuts. Wenn die nicht gefüllt sind. Hey, gefüllt. Nur die nicht gefüllt. Okay. Ja. Du heilige Maria, Mutter Gottes. Oh, was denn? Nein. Da liegen 2 Donutschachteln. Nein, Mann. Du laberst, Bruder, doch. Du laberst. 2 so. So Kavenzmänner hier, so. Wenn da alle jetzt nicht gefüllt sind, dann werde ich sie alle essen. Ich werde sie alle essen. Ich werde sie alle essen, okay? Thank you. Nein. Her damit. Soll ich schon anfangen?
Ach du Scheiße, lass auf den Papas gefahren. Oh mein Gott, die haben alle ein Loch drin. Du musst alle fressen. Wieland, das schaffst du nicht. Na klar schaff ich das. Ey, Wieland, carry das jetzt. Glaub doch mal an ihn. Glaub doch mal an ihn. Tod, zeig mir die andere, zeig mir die andere. Warte, ich halte dich kurz. Mach du schon mal die andere auf. Oh mein Gott, die haben Bruder. Fast alle ein Loch. Da haben zwei kein Loch. Du musst alle essen jetzt. Wieland, das schaffst du nicht. Miguel, das ist dein. Wieland, das schaffst du nicht. Er hat gesagt, er isst eine Donut. Musst du oder einen Schack essen? Dann schafft nicht 20 Donuts. Ich hab den Mund zu voll genommen, okay? Es tut mir leid. Er hätte damit gerechnet. Ich hätte niemals gedacht, dass da zwei dicke Packungen kommen. Das gilt auch ein bisschen die Motivation. Wer hätte damit gerechnet, Bro? Wenn ich sag euch ehrlich, wenn es nur das wäre. Wenn es nur das wäre, passt. Machen wir. Das hier ist der Bro. Ey, wir wurden gefickt, Bro. Wir wurden gefickt. Wir wurden im KFC gefickt, wir wurden hier gefickt. Ja, was machen wir, Freunde? Wir brauchen ich kann das nicht essen, Alter. Was machen wir? Wir haben noch eine Stunde Zeit, Bro. Also, ich bin dafür, wir heben die Schere. Dominik kann nicht mehr. Vielleicht einer oder so. Ich kann vielleicht auch nur noch zwei. Wie viel haben wir noch? Wir haben noch. Das Problem ist, wenn es nur die wären, würde ich jetzt kämpfen. Aber wir haben ja noch die ganze andere Packung. Ist voll. Neun Stück noch hier. Oder lass dir einfach den anderen bringen. Wir haben 14 Donuts. 14 Donuts. Also ich sage, ich kann noch zwei oder drei nehmen. Okay, du, Dominik? Ein. Du, Hugo? Maximal zwei, aber dann mit Gefahr, dass ich kotze. Vier, sechs. Dann sind wir fünf, sechs. Sieben, du, Wieland? Ich schaffe vielleicht noch zwei oder drei. Wir könnten es packen. Okay, was ist, wenn wir so eine halbe Stunde kurz chillen und dann gucken, was abgeht? Ja, ist ein guter Plan. Lass es machen. Ey, komm, Freunde, ich mach den Stab. Jeder nimmt jetzt einen Donut in die Hand. Ich hab gerade meinen Paribier Schokoladending. Sind das alle, die wir noch haben? Wir essen die jetzt zusammen, dann wieder für 5 Minuten Pause. Wie viel? Ich glaube, Dominik geht's gar nicht gut. Also ich könnte über mich hinauswachsen, aber ich kann es nicht alleine. Wie viel haben wir noch? 6? Das ist mein 8. Donut, ich kann nicht mehr. Wir haben 6. Ich glaube, ich esse den 8. jetzt, dann bin ich fertig. Wir haben 7. 6. Was würdet ihr gewinnen, wenn ihr es durchgezogen habt? Nix. Man gewinnt nichts bei der Sache. Das ist das Lustige dran. Digga, Hu redet gerade schon wie so ein Sims, Mann. Guck mal, während du die ganze Zeit Scheiße laberst, hab ich noch einen Donut gegessen. Bruder, du laber mich nicht hier voll. Hugo hat einen Donut gegessen. Was laberst du? Ich habe zwei Donuts gegessen plus dieses eine. Zwei Stück doch? Halt deine Fresse jetzt, Digga. Mister, also, ich esse davon sagst, überhaupt nichts, weil ich nicht runterkriege. Ja, halt deine Fresse! Ey, Hugo. Du scheiß Pussy! Hugo, ja, hab ich jetzt gesagt! Mir reicht so langsam, mir kommt die ganze Zeit mit der Ecke, bla bla bla. Ich bin der Einzige, der hier gegessen hat und Dominik auch. Ey Leute, ist alles gut, ihr könnt euch gerne weiter streiten, aber beide von euch spucken mir auf den Rücken die ganze Zeit. Es wird todesfresh, wenn ihr es einfach lasst. Ey, fuckheads. Wir haben jetzt noch 4 Donuts. Jeder nimmt jetzt einen und wir beenden den Krispy Kreme. Okay? Er hat gefurzt hier. Oh mein Gott, irgendwer hat gefurzt. Nein, ich war's nicht. Kretzmann. Ich war's. Ey, ich muss das ist nasty, das wirklich das oh, Letzte. Nee, Digga, ich konnte. Das ist das Letzte, was ich gerade gebrochen könnte, Digga. Sorry, Männer. Ich dachte, der kommt nicht. Oh mein Gott. Ist die Challenge damit beendet? Geht zuerst jetzt. Hugo, ist alles okay? Also, wenn er jetzt kotzt, dann ist die Challenge beendet. Hey, Bruder, es war nur ein Rülpser. Hey, Bruder, chill. Trink mal ein bisschen Wasser. Es war nur ein Rülpser. War nur Spucke. War nur ein Rülpser. Wie viele Donuts sind noch da? Dieser hier und der da. Dann haben wir es. Dann haben wir 32 Donuts gegessen. Ey, Real Talk, Dominik, willst du schon mal umdrehen, dass du dann direkt losfahren kannst? Okay. Wir fahren jetzt zu Baskin Robbins und holen uns ein Eis. Ich glaube, Eis kriege ich runter direkt. Das ist der letzte Stop, den wir jetzt machen. Lass uns bitte hoffen, dass wir da jetzt einfach ein kleines Eis bekommen. Ein kleines Eis zum Abschluss, Bro. Dann haben wir 8 Läden geschafft. Und das soll dann erstmal jemand toppen in Deutschland, Digga. Das ist insane schwer gewesen. What the fuck? Das ist kein Drive-In, oder? Ich glaube nicht. Fahr mal da hoch. Online stand, das ist einer. Baskin Robin. Oh mein Gott, das ist kein Drive-In, das wäre tot. Komm, scheiß drauf, Popeyes, Alter. Louisiana Kitchen. Oh mein Gott, okay. Louisiana Kitchen, my ass. Okay, wir machen alternativ jetzt Popeyes, oder was? We'd like to order the same stuff,
that the person before us did order. Okay. Okay? Sorry, the 5 tenders and a 10 piece. Yeah, whatever they had, we take it also. Okay. Aha. Uh-huh. Okay, okay, unser Setup ist komplett abgeraucht, alright? Und die Challenge ist eh vorbei, aber wir zeigen euch nochmal zum Abschluss, was wir hier eigentlich bestellt hätten, okay? Tenders. Und jetzt wird's richtig respektlos. Guck dich das an, das ist so gottlos. Das ist so gottlos. Ich weiß, wir haben dieses komische Overlay hier, weil ich die App nicht gekauft habe, alright? Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn wir sowas nochmal irgendwann machen sollen, dann schreibt es in die Kommentare. Wir werden es auf keinen Fall machen. Schaut bei den Jungs vorbei und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.